Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona Revelations für die PSP. In der letzten Folge haben wir und unsere Klassenkameraden, unsere Studentenkameraden, ein kleines Ritual durchgeführt, um unsere innere geheime Stärke emporsteigen zu lassen, die sogenannten Personas. Das Ganze schien erstmal nicht zu funktionieren, aber dann kam eine Gestalt und hat uns eiskalt einen Blitz ins Gesicht gehauen. Jetzt sind wir an einem unbekannten Ort und haben die Aufgabe, unseren Vor- und Nachnamen aufzuschreiben. Ravon, wie sieht's denn bei dir drüben bei der PS1-Version aus? Hast du sowas auch? Nun, könnte ich dir an der Stelle sagen, ich würde dir aber gerne vorher etwas anderes zeigen. Nämlich, wie das Ganze bei mir hier drüben aussieht. Ich habe nämlich gar keine Zwischensequenzen hier. Deswegen sehen wir jetzt mal hier die minimalistische Version deiner phänomenalen, bombastischen Zwischensequenz. Ich skippe mich jetzt hier einfach mal durch. Ist im Grunde, ja, ich weiß auch nicht, ganz nett. Auch auf seine Art und Weise sicherlich. Aber in dem Fall stimme ich der PSP-Variante natürlich zu. See, yo, die unterhalten sich jetzt hier ein bisschen. Sup, sup. Helf mir. Und zack. Im Grunde nur dasselbe. Nur halt ein bisschen Text und ein bisschen Blitz. Ein bisschen Grünblitz. Und dann sollten die dann auch demnächst mal bei uns einschlagen. Hey. Passt auf. Bam, Headshot. Okay. Gut. Aber, und ich skip mal kurz, wobei, hier, schaut euch mal das an. Das hatte ich gerade nicht im Kopf. Es sieht ja, selbst der Tunnel sieht anders aus. Es ist schon phänomenal, das mal so miteinander zu vergleichen. Aber ich glaube, wir haben ja auch einen Filmer, nur der sieht vielleicht auch ein bisschen anders aus. Zwischen Raum und Zeit, zwischen Uhren und Kronleuchtern. Na, das war kein Kronleuchter, aber zwischen Mathezahlen und Kronleuchtern. Oh mein Gott, jetzt greifen die Früchte auch noch an. Ja, alles natürlich seiner Zeit entsprechend, aber ich finde, es hat trotzdem was. Irgendwie. Welcome. My name is Philemon. Wobei der jetzt hier schon ein bisschen aus, ein bisschen plastisch aussah. Ich finde die Gestaltung von dem Menü auch ganz nett, nur habe ich hier anscheinend nur einen Namen, keinen Vornamen, keinen Nachnamen und auch keinen Nicknamen. Aber wer braucht das schon, ne? Gut, ich weiß ganz ehrlich nicht, wieso sie das so gemacht haben, aber von mir aus. Dann werde ich mich jetzt mal treutastisch so nennen. Ich dachte, anfangs, ich glaube, was war das? Bei Persona 4 habe ich es erst andersrum geschrieben und habe mich dann gewundert, wieso sie mich so nennen. Aber klar, letzter und vor und so weiter. So, genau. Dann haben wir, was wir bei der PS1-Version auch nicht haben, wie wir gerade eben vom Ravon gehört haben, einen Nicknamen. Wobei ich mir da halt nicht sicher bin, ob die, wer mich dann wie und wo und wann nennt. Deswegen nenne ich mich jetzt auch Raven. Nicht, dass sie mich dann alle irgendwie Ravon nennen. Oder soll ich Ravon hinschreiben? Nee. Ich habe so das Gefühl, die nennen mich dann durchgehend weg alle Ravon. Und da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Nicht bei so einem ernsten Spiel. Muss man ja dazu sagen, Persona hat eine richtig düstere Story. Also allgemein die Serie. Und das finde ich recht cool. Also es ist so eher so ein erwachseneres Spiel. Auch wenn man die ganze Zeit mit Teenager spielt. Aber gut. Honor Raven, Raven. Ja, genau. Splendid. There aren't many who can remember their identity when in this domain. It seems you pass that test. But tell me this, are you aware of the many and varied selves you harbor within you? The self suffused with divine love. The self capable of demonic cruelty. People live by wearing different masks. Your current self may be only one of those innumerable masks. You, though, you have a very firm grip on your identity.
I respect your strong will. In return, I grant this power. Persona. It is the power to summon the selves within you, the gods and the demons you harbor. The time is soon when you will need this power. Now, you must return to your proper time and place. Ich finde doch diese ganze Thematik um, ach so you guys, ihr hattet denselben Traum? In der Tat, es ist extraordinary. Ich glaube, er kommt langsam zu sich. Ich finde die ganze Thematik um Persona cool, weil das ist ja auch kein Bullshit. Ich meine, jeder hat verschiedene Facetten und natürlich, was sie hier machen, ist diesen Facetten halt ein bisschen dämonischen Stil zu geben, aber im Grunde ist er kein Bullshit, was er da erzählt. Ramon, wie ist denn dein erster Krankenhausaufenthalt gerade so? Nun, mal abgesehen davon, dass mein Filma wie ein gottverdammter Roboter läuft und du das da gerade falsch übersetzt hast, denn sie haben nicht gesagt, ich glaube, er kommt zu sich, sondern ich glaube, er sieht dasselbe jetzt, also denselben Traum. Muss ich sagen, ich weiß nicht, ob man es gerade hört. Deswegen bin ich mal kurz ruhig. Muss ich sagen, dass ich diese Hintergrundmusik ein wenig passender finde. Denn wir müssen mal die Situation überdenken. Wir sind gerade bewusstlos geworden, wachen hier auf der Krankenstation auf der Schulkrankenstation. Und ich finde so eine Hip-Hop-Musik da, die lehnt dann eher zum Feiern an, statt zum Aufwachen nach einem, ja, wie soll ich sagen, tragischen Ereignis. Weshalb ich das hier eher passend finde und ich da eher zur PS1-Version tendiere. Also das ist auch nicht das letzte Beispiel, was wir hier noch erleben dürfen. Klar, Persona hat ja ab dem dritten Teil, also ich habe im zweiten so, ich habe mich natürlich über den zweiten auch minimal informiert. Persona hat ab dem dritten Teil so ein bisschen K-Pop, ich glaube es war K-Pop-Style reingekriegt. Ist an sich ja nicht verkehrt und man fühlt sich auch als Fan heimisch. Aber ich tendiere dann doch in diesem Fall eher zum ersten, zum PS1-Titel. Weil, ich meine, der Kollege ist jetzt hier aufgewacht und mir gefällt da eher so dieses düstere, traurige, was wir da eben gehört haben. Okay, Teacher, Lehrer im Krankenhaus-Uniform. Oh, Raven, du bist wieder zu dir gekommen. Aha, willkommen in der Infirmary. Ich spekuliere jetzt einfach mal auf Notstation-Dingsbums. Du siehst düst aus, wenn du schläfst. Ja, sie ist die Krankenschwester. Sieht nicht so aus, als wenn sie gut kochen könnte. Okay. Raven, geht's dir gut? Bist du in Ordnung? Und du bist, dank Gott, dass du aufgewacht bist, Raven. Ich hatte Angst, als ich hörte, dass du kollabiert bist. Ah, meine Klassenlehrerin. Für Raven ist sehr populär unter den Studenten. Ich bin, tut mir leid, dass du mit meinen Studenten, und so, ne? Ich meine, das ist ihr Job, was willst du denn? Um wen soll sie sich denn sonst kümmern? Um die Penner oder was? Komm schon, genau, er bringt's auf den Punkt. Das ist ihr Job. Um sich um Studenten zu kümmern, ist doch ihr Job. Was ist so schlimm an uns? Ich bin voll auf Marks Seite. Vielleicht hätte ich mal vorhin die Seiten wechseln sollen. Vielleicht hasst er mich jetzt. Nun, Masao. Ich möchte dich dran erinnern, was du getan hast. Ja, jedenfalls, Rico und Ayase haben mir erzählt, was passiert ist. No helping. Du hast denen nicht ausgeholfen heute, oder was? Achso, wahrscheinlich soll er jetzt abhauen. Weil er die wahrscheinlich... Der hat sie doch nicht überredet. Das war doch der Brown, oder was? Checked at Makage Hospital. Und ja, genau, der soll jetzt auf jeden Fall ins Krankenhaus gehen. Du glaubst also, etwas... Oh, es ist etwas mit uns auch komisch?
Oh, es ist nicht so. Ich kann es, wenn ich dich ansehe, kann ich sehen, dass du total normal bist. Aber, while I'm worried, you might have gotten hurt while collapsing. Genau. Sie hat Angst, dass sie, während sie kollabiert sind, sich irgendwie gestoßen haben. Deswegen sollen wir jetzt zum Arzt gehen. So, this professor. Ah, genau. Also es ist also es gibt doch etwas, was dich, keine Ahnung, nachdenklich machen kann oder so. Speaking of, wenn wir schon vom Krankenhaus sprechen, war da nicht ein Student in deiner Klasse, der da ist? Du meinst Maki? Maki, richtig? Ja, genau. Du solltest sie besuchen. Sie ist sie liegt da schon seit einem Jahr. Und sie ist sicher einsam. Alles klar. Wow, wir können uns bewegen. Meine Fresse. Was ich ein bisschen an der Steuerung blöd finde, ich weiß nicht, ob man das hätte ändern können. Kenne mich gar nicht so aus mit Remakes machen. Wir bewegen uns auf vier, wie sagt man das? Vier, so ein bisschen wie bei Resident, nicht bei Resident Evil, da war es 3D. Wir haben hier vier Richtungen, nach oben und so, und es ist ein bisschen doof. Also wir können nicht schräg gehen, und das sorgt so ein bisschen dafür, dass das Ganze ein bisschen nervig ist. Konnte ich nicht irgendwie, genau, so rennen mit Kreis. Ein bisschen nervig, aber man kann sich sicherlich dran gewöhnen. Ich habe eine Medizin gefunden, cool, okay. Hier ist wohl nichts drin, ne? Alles klar, reden wir mal kurz die Leute an. Was hast du hier überhaupt getan? Ich hab dich doch damit beauftragt, dich ums Sportfestival, also aufs Sportfestival vorzubereiten. Wir haben nur noch einen Monat übrig und es ist noch nichts fertig. Sollen wir es dieses Jahr abbrechen? Ich weiß es nicht, vielleicht. For entire year, let's go. Sie hatte wohl keine Zeit, im letzten Jahr ins Krankenhaus zu gehen. Krankenhaus, hä? Das ist weiter Weg von der Schule. Sollte im Norden sein, wenn du die Schule verlässt. Fall and then take right. Okay, er hat uns quasi gerade erzählt, wie wir da hinkommen. Das hätte mir vielleicht mal geholfen, als ich die PS1-Version gespielt habe, weil, wow, kommen wir ja gleich dazu. Sieht so aus, als hätten wir keine Wahl. Lass es uns hinter uns bringen. So ein bisschen mein Charakter. Überhaupt gar keinen Bock, aber lass mal machen. Ich habe hier eine neue Pflanze getan. Was hältst du davon? Heitert den Raum ein bisschen auf, oder? Die Leute sagen, die Pflanzen wachsen schneller, wenn man mit ihnen redet. Okay. Bist nicht zufällig gerade so auf deinen Trip, oder? Okay, wir reden mal mit der Pflanze. Junge Präsenz ist... Deine junge Präsenz ist willkommen. Ich soll mit dir reden. Ja, machen wir mal. Es ist im Grunde ein Speicherpunkt. Werde ich mal machen. Ich werde aber trotzdem nach jeder Folge speichern. Ah, hier seht ihr übrigens das Datum. Weil ich so ein bisschen Angst habe, dass hier wieder was schief geht deswegen. Und ich meine, jetzt wäre Saving, genau. Will ja auch keiner sehen, wie ich mich hier zum Affen mache. Wenn ich ständig dasselbe hier mache. Gut, gehen wir mal raus. Kommen wir zum nächsten Ravon-Act. Ravon, beschreib uns doch mal, wie es so bei dir auf der PS1-Version aussieht. Nun, also es ist natürlich alles PS1-mäßig etwas primitiver. Aber ich muss ganz ehrlich sein. Ich bin mal wieder kurz ruhig, damit ihr den Sound hört. Von den Geräuschen her und der Kulisse fühle ich mich hier mehr in einer Schule als auf der PSP-Version. Und abgesehen davon habe ich mich jetzt natürlich wieder durch die Texte klicken müssen, die wir schon bei dir gesehen haben. Und ich muss das nochmal einfach an der Stelle wiederholen. Das war nicht nur einfach ein Witz, wie ich es am Anfang, hab's ja eigentlich am Anfang so geplant. Aber die Texte hier sind echt primitiver. Also ich würde quasi jedem die PS1-Version empfehlen, die nicht ganz so krass im Englischen sind. Da hatte man zum Beispiel statt "sie ist ein Jahr im Krankenhaus" gesagt "sie ist schon seit einer ganzen Weile da". Oder keine Ahnung, als ihr bewusstlos geworden seid, stand hier "vielleicht habt ihr euch den Kopf gestoßen" oder so. Also es ist hier mehr primitiver geschrieben. Ich weiß auch nicht, wieso das so ist. Ich meine, die Entwickler sind doch damals nicht selber auf den Kopf gefallen, oder? Jedenfalls, um jetzt mal auf deine Frage zurückzukommen, ich mag das hier mehr. Ich meine, klar, hier das Drehen
ist nicht so schön. Die Karte sieht ein bisschen so aus wie, keine Ahnung, von einem Grundschüler gemalt, wenn ich jetzt mal ein bisschen fies sein soll. Aber ich finde das hier besser. Vom Gefühl her. In diesem Sinne, zurück zu dir. Also hier wiederum finde ich die Musik ganz passend. Wir sind ja in der Schule, aber wir waren eben halt so, wir sind aufgewacht und so. Da hätte ich es vielleicht besser gefunden, wenn man da die alte Musik eingespielt hätte. Oder so eine Art Remix. Verbesserte Version. Jedenfalls finde ich es cool, dass wir hier wirklich dass uns die Karte sagt, wo wir waren. Das kann nämlich unter anderem auch hier schon ziemlich verwirrend werden, wenn wir uns hier eine Weile bewegen. Es ist verschlossen, sieht nicht so aus, als wenn ich ändern kann. Ich werde mich hier mal ein bisschen umgucken. Ob es etwas bringt, weiß ich nicht, aber kann ja sein, dass hier irgendwas liegt oder vielleicht kann ich ja mal die Tests klauen. Was sagt der denn hier so? Let's ditch the gambling, lass uns das Rumgespiele skippen und ja, genau. Sollen ja zum Krankenhaus gehen, also ich glaube, die werden uns in nächster Zeit nichts Detailliertes sagen und hier gibt es auch nichts. Gehen wir wieder raus. Oh, genau. Da fängt's an. Wenn ich jetzt auf der PS1-Version gewesen wäre, ich wäre jetzt hier lang gegangen und hätte nicht gewusst, dass ich da schon war. Also es ist ganz gut, würde ich mal meinen. Haben wir hier irgendwas? Abgesehen davon, dass die hier alle total gleich aussehen, ne? Okay, gut. Es ist ja im Grunde derselbe Raum, ich Vollidiot. Could that girl have been an illusion? Könnte dieses Mädchen, was wir gesehen haben, eine Illusion gewesen sein? Das ist eine gute Frage. Kann ich dir so momentan noch nicht beantworten, aber ich bin mir sicher, dass das Exit ist. Der Exit, das Exit, ist Exit. Ey, guck mal, ich kann Japanisch, da steht Exit. Ich bin mir sicher, dass das nicht das letzte Mal gewesen sein wird, dass wir hier sowas Komisches gesehen haben. Gut, hier haben wir vielleicht nochmal einen Raum. Okay, ja, ich hab immer so Hoffnung, hier irgendwas zu finden, aber nee, es sind halt Klassenräume. Was willst du da auch in Klassenräumen finden? Außer halt Hausaufgaben, aber es ist ja auch schon mal gut, ne? Wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind ja auch ein Student und der muss auch an seine... Oh, guck mal, da hab ich was ausgelassen. Der muss auch an... Nein, geht da nicht wieder rein. Das ist auch so eine Sache, diese Vielsteuerung. Man kann hier nicht so schräg oder so, man hat wirklich nur so diese vier Richtungen. Man muss halt auch so ein bisschen an sein Schulleben denken. Wenigstens hier im Spiel, wenn ich es nicht schon im Real Life versaut habe. Also im Real Life habe ich es quasi schon. Aber gut, das ist ja nicht so, nicht hundertprozentig meine Schuld. Aber wir wollen mal die Off-Topic-Sachen in einem so phänomenalen Spiel lassen, würde ich mal meinen. Oh, was haben wir denn hier? Teacher's Lounge, also Lehrerzimmer. Na toll, die freuen sich aber. Moment, das sind meine Kameraden. Da ist ein Lehrer. Hi, wie geht's? Der seems... Nein, da ist ein Lehrer. Da ist nicht nichts, da ist ein Lehrer. Oh, du bist Raven. Ich habe gehört, jemand kommt, coming in and out for open room, the second floor, you going to do it? Also da kommt ständig jemand rein und macht die Tür auf und zu. Ich war es nicht, glaube ich. So, und die anderen gehören ja zu mir. Gut. Gehen wir wieder raus. Ich hoffe, das ist jetzt im Interesse eurer, in euer Interesse, dass ich mich hier so ein bisschen umgucke. Gut, da sind wir jetzt mal eine Runde gegangen. Ich weiß gar nicht, wie viele Stockwerke hat es denn hier. Also auf jeden Fall drei mindestens. Schauen wir mal, ob hier was drin ist. Oh, hey, Gespräche. Weibliche Studentin. Ist es nicht langsam Zeit, dass du, dass du Yosuke aufgibst? Die will anscheinend was von dem. Er ist höchstwahrscheinlich mit seiner Freundin weggerannt. Komm schon. Es ist jetzt 2 Monate her. Das ist eine Lüge! Dieser Chisato, diese Chisato-Schlampe hat mich verarscht. Hat ihn verarscht. Everyone, jeder weiß, dass die Frau, das Mädel schlecht ist. Also, typisches Teenager-Kram halt. Man weiß halt nicht, wann man seine, in Anführungsstrichen, Liebe hinter sich lassen sollte. Aber gut, nicht mein Problem. Wen haben wir denn hier so? Cafeteria, ne? Was steht da? Ja, Cafeteria. Okay. Ich werde mal kurz Fraps neu starten. Und ich sollte es nicht erwähnen, Gottverdammt. Wegen Asynchronitäten. Kumpel! Rat mal, was ich gesehen habe. Toro hat Ayase
gefragt und wurde abserviert. Wer ist jetzt Toro? Ah, Yase war ja von uns. Ich hörte, er folgt dir immer noch. Trotzdem immer noch, obwohl er sie abserviert hat. Voll der Stalker, Mensch. Wer bist du? Bestimmt der Fette, der mir immer die Burger frisst. Wegklaut. Ja, fetter Student. Ich hatte einen komischen Traum. Da war ein Mädchen und sie sagte... Moment, was? Eine... Was? War es eine Vision? Oder ist da wirklich ein Mädchen, das darauf wartet, mich zu retten? Wow, das ist cool. Nickname Toro. Also Toro hat ein Mädchen aus unserem Team gefragt. Alles klar. Love of Food has made him. Ja, seine Liebe für Essen hat ihn physisch sehr, sehr stark gemacht. Aber emotional ist er ein Frack. Okay. Frack im Sinne von, dass er leicht heult oder dass er gar nichts mehr spürt. Okay, also waren wir nicht die Einzigen, die... Haben die anderen dann auch ein Ritual ausgeführt oder was? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in der PS1-Version hier nicht rumgeschlichen. Das heißt, das war jetzt auch neu für mich. Okay. Wer war jetzt Ayase? Ich würde mal... Das ist Yukino, das weiß ich. Dann müsste das die, die mit den Zöpfen sein. Naja, ob die jetzt so gut zusammenpassen, naja, gut. Optisch jedenfalls, ach scheiße, jetzt war ich hier wieder drin. Ah, okay, ja, das ist Cafeteria, okay. Gehen wir mal hier rein. Und ein weiterer Klassenraum. Ist sehr bewundernswert, dass sie alle gleich aufgebaut sind. Ich meine, klar, so gehört sich das. Soll sich ja keiner benachteiligt fühlen und so weiter. Wäre ja schlimm, wenn der eine Klassenraum blau ist und der andere rot und du kommst in den roten, obwohl du blau magst, ne? Aber gut. Ich weiß ja halt nicht, ob es in jeder Schule so ist, aber bei uns waren die Klassenräume auch nicht irgendwie gleich groß oder so, ne? Also, es gab natürlich nicht so einen großen Unterschied, aber das ist eher, glaube ich, so im Ausland, dass die alle einheitlich sind. Das finde ich cool, das hat was. Die tragen ja auch alle Uniformen, ne? Ich meine, ja, wer trägt schon an seiner Schule eine Uniform, seid mal ehrlich. Also, jetzt bin ich, dass ihr die nicht tragen wollt, sondern dass ihr überhaupt eine habt. Habt ihr eine? Könnt ihr mal runterschreiben. Raven, du gehst zum Krankenhaus, richtig? Yuko, Makis Friend. Wer war jetzt nochmal Maki? sie arbeitet Teilzeit, um ihre Familie zu unterstützen. Ich hasse es zu fragen, aber... Könntest du Maki sagen, dass ich ihr das Buch das nächste Mal gebe, wenn ich sie wiedersehe? Wenn ich es mir merken kann, natürlich. Danke. Es tut mir leid, dass ich dich so fragen muss. Es war ein wirklich gutes Buch. Und ich also wollte ich es lesen. Also quasi jetzt doppelt gelesen. Sie will es nochmal zweimal lesen, bevor sie es zurückbringt. So gut, hä? Wie nennt sich's? Wie heißt das Buch? Himmel, das Tor zum Paradies. Wow, das ist tief. Ich wusste nicht, Maki war so in dem Zeug. Wenn du es so sehr genossen hast, why not simply... Ja, warum hast du die nicht selber eins gekauft? Nun, es ist sehr teuer und mein Bruder und... Ja, meine Brüder und Schwestern braucht neue Klamotten. Nanjo, du Idiot! Wusstest du nicht, dass sie Teilzeit arbeitet, um ihre Familie auszuhelfen? Okay, wir müssen jetzt aber gehen. Aber wir werden ihr das sicher sagen. Wer ist jetzt nochmal Maki? Keine von uns, oder? Guck mal kurz, Status. Es heißt hier Maki? Ne, das müsste ja ein Mädchen sein. Raven, Kai, Nanjo, Yukino. Genauso bescheuert. Ihr Name ist Yukino und ihr Nickname ist Yukino. Mark, okay, verständlich. Nanjo, ja, das ist, naja, gut, was auch immer. Also, muss ich mir merken, am besten irgendwo auf die Tastatur schreiben, Maki. Did you tell Maki? Oh, sorry, ja. Ja, okay. Das heißt, ich darf quasi den Raum nicht nochmal begutachten, bevor ich nicht Maki... Oh, shit. Ja, tut mir leid, ich habe mich im Raum gehört. Tut mir leid und... Oh, shit, da klingt doch schon das Handy, mein Gott. Wow, nein, jetzt ist es auch noch runtergefallen. Da komme ich jetzt nicht ran. Gut, oder? Ah, komm. Blöd. Ja, komm, jetzt rede ich so. Ich hoffe, ihr habt gefallen daran. Also, ich übersetze gerne und so ein bisschen...
Es ist halt, ich mag Persona und ich hoffe, ihr mögt es halt auch. Ich weiß es halt nicht. Jedenfalls, Leute, würde ich mal sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge noch so ein bisschen hier in der Schule um. Werden dann mal in die Stadt gehen und, ja, ich würde nicht sagen, wir gehen schon ins Krankenhaus. Ich möchte die Stadt dieses Mal ein bisschen erkunden, weil ich, ja, ich weiß nicht. Vielleicht gibt's da ja irgendwo einen Shop oder so, dass ich da, weil es ist anfangs so, dass noch nicht alle eine Waffe haben, deswegen. Also ich möchte da nur so ein bisschen vorbeugen. Und falls ihr mich und meine übersetzerischen Skills unterstützen wollt, könnt ihr in die Videobeschreibung gehen, wie auch schon im letzten Part. Kann ich dazu leider nichts sagen. Ihr werdet auf jeden Fall da drin was finden, aber momentan weiß ich selber nicht, wie ich das Ganze machen soll, ohne dass mich YouTube ein weiteres Mal sperrt. In diesem Sinne, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hinterlasst einen Kommentar, falls ich das ein oder andere nicht richtig übersetzt habe oder ihr etwas besonders gut findet. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Und denken Sie immer dran, auch in Ihnen steckt eine andere Persona. See ya!